Kanal. Let's go. All right, folks, Classic Physique is coming up next in another great competition. Ladies and gentlemen, please welcome your next competitor. From Germany, the Miracle Bear, Urs Kalasinski. Game time. Someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte spielst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Digga, das ist so geisteskrank. Was für eine Maschine der Typ ist, Alter. Es ist so geisteskrank. Oh yeah. Junge, ey Bro, die Brust, Alter. Es ist so geisteskrank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das aller krasseste finde ich bei den Bodybuildern immer die Beine. Kurz noch ESN-Stand gerockt. So ist die Lage hier. Oh. Setz mich mal hier. Ja. Alicia hat ihre. Oh, Digga, wie braun diese Legs einfach sind von dieser Dings, von dieser Glasur. Ich hab's auch schon Urs selber geschrieben. Ich finde, bei ihm so krass, auch wenn man sich den Podcast mit Tim anhört, denkst du, dass Urs Stoff, der Digga ist natural, Bro. Ich find's bei ihm immer krass, jemanden zu sehen. Er hat ja auch damals gesagt, er hat selber bei Tim so angestanden, glaube ich mal, oder war auf der FIBO und hat uns gesehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, oder hat Tim gesehen und war so aus so einer Zuschauerperspektive. Und er hat einfach so sein Ding, das, wo er Bock drauf hat, das, wo er so dran glaubt, das, wo er auch Spaß dran hat, hat er einfach durchgezogen und hat so richtig krass in diesem Bereich so an die Spitze gebracht. Muss ich echt sagen, für mich ist Urs jemand, der sowohl so auf der mentalen Perspektive, so von seiner Motivation und auch von dem, wie er an die Sachen rangeht, immer probiert, die Dinge positiv zu sehen, immer zu sagen, ey, da sieht er eine Chance darin, als auch von seiner Disziplin, die Sache so durchzuziehen, um wirklich an der Weltspitze ganz oben mitkämpfen zu können, also einfach dahin zu kommen. Muss ich wirklich sagen, ist Urs ein absolutes Vorbild, Digga. War auf jeden Fall ein Bilderritt. Ich habe mich da backstage schon warm gemacht, aufgepumpt und ich dachte mir nur, Junge, was ein geiler Look, Alter. Es war ein geiles Battle. Ich natürlich als eingeschweißter Athlet habe immer direkt versucht, Revue zu passieren lassen. Okay, habe ich die Pose richtig gestellt. Und das erste Mal ist man ja so rausgegangen, auch mit den Quarter Turns, also erst die kleinen Gruppen und dann dachte ich mir so, oh, das fühlt sich so echt komisch an mal wieder. Dann ging es an die Einzelpräsentation, die habe ich dann richtig geil genäht, fand ich. Da war ich dann so richtig drin, also es war übel gut. Dann hat es aber nochmal eben. Ey, viele, die nicht im Bodybuilding so bis mitverfolgen und auch nicht selber trainieren gehen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend Posen ist. Wirklich jeden einzelnen Muskel, der muss ja überlegen, er muss von dieser unteren Wade hier, von seinem Fußgelenk in die Wade, mit den Quads, seinen Arsch, seine Bauchmuskulatur, seinen Lat, seinen Bizeps, seine Schultern, muss er alles gleichzeitig richtig krass anspannen, Digga. Posen ist richtig, richtig anstrengend. Ewig gedauert, bis die 40, 50 Leute da durch waren. Mit 45 Sekunden und dann kamen die Callouts und dann war es richtig geil. Dann gab es erstmal First Callout aus 6 Leuten.
Die drei, ich habe mir die restliche Platzierung gar nicht reingezogen. Müsst ihr mir mal sagen, wie es geworden ist. Das hier in der Mitte ist Sebum und der rechts ist hier Dino, wie heißt der nochmal, Digga? Bro, die Legs von den beiden hier sind auch so geisteskrank, Digga. Aber wirklich, die Boys sind heftig unterwegs. Ramen, genau. Heftig unterwegs, die Jungs. Wirklich geisteskrank. Wo ich am Start war, ihr seht ja das Footage hier und dann gab es danach nochmal einen Callout. Der vorletzte. Ich wäre natürlich gerne im letzten dabei gewesen, muss ich auch dazu sagen, weil ich wollte auf jeden Fall das Battle mit Chris und Ramon und ich fand auch so, den Callout hätte man auch für euch da draußen oder halt für die Zuschauer so geben können, sich allgemein so ein bisschen mehr vergleichen, aber ich kann mal eins sagen, wenn wir so weitermachen wie jetzt von Frühjahr bis zu dem Olympia, dann wird's finster nächstes Jahr. Also ich bin extrem zufrieden mit meiner persönlichen Leistung. Finster. Das werden wir aber alles im Fazit auch noch besprechen. Aber jetzt aufs Erste. Ja, man muss ja auch mal sagen, spätestens nachdem Urs mal mit mir Beine trainieren war und nachdem ich immer noch die eine oder andere Technik gezeigt hat, wird es wirklich finster werden für die anderen. Da hat er natürlich den Inscope 21 Vorsprung noch nicht für sich nutzen können, aber man will ja da auch die Spannung aufrechterhalten. Ne? Extrem zufrieden mit der Verbesserung, wie ich da auf der Bühne stand, wie ich das Paket abgeliefert habe, auch ganz wichtig. Jetzt heißt es hier auf jeden Fall erstmal Runde chillen. Ich werde auch abduschen, weil die Farbe fand ich top, aber die haben da Backstage so einen komischen Glaze drauf gemacht, der, also nicht normales Öl wie sonst auch, und das hat dann so Schlieren gebildet, deswegen werde ich auf jeden Fall einmal komplett abduschen, rübergehen, neue Farbe drauf und das ja, steht auf jeden Fall an. Jetzt muss ich aber auch ein bisschen chillen, ich war gerade eine Stunde oder so beim ESN, stand noch direkt, muss was essen, muss klarkommen und dann ja, nehmen wir euch mit heute Abend ins Finale. Ich kann nur eins sagen, es wird wild. In diesem Sinne, bleibt dran. Ich bedanke mich jetzt schon bei euch allen, die ja zahlreich supportet haben, im Stream Gas gegeben haben, hier vor Ort geschrien haben. Die Halle hat echt gebebt, Alter. Das war schon sehr, sehr geil. Deswegen danke und bis später. Soll ich auch mal von mir solche Vlogging-Aufnahmen machen? Hättet ihr da so Bock drauf als gechillten Cut zwischendurch? Einfach mal so ich beim Duschen oder ich beim Kacken oder so? Digga, wenn man sich selber so in der Situation, so im Spiegel sieht, man denkt so, Bro, ich bin so trocken, Alter. Ich bin so krass in Form, Alter. Das ist schon ein brutales Gefühl, Mann. Einfach Superman. Baby, tupfst du mir mal kurz da unten ab? Er filmt ihn einfach so, wie er aus der Dusche rauskommt. Team Outlaw represent, my boy. Oh shit. Now you're stuck up. That's teamwork here. Werden die geladen? Entscheidet der Chef, aber so das mal. Der mit dem massiven Oberschenkel. Yeah. Maverson auch am Start. Schlecht, Stefan. Maverson arbeitet jetzt für Earth. Was? Deine Schenkel. Was ist mit meinen Schenkeln? Ja, die sind nicht schlecht. Sind die voll Monster? Hey, by the way, I didn't say that. Und ja, my best friend. It's always, you always need to appreciate the woman first. That's like what I learned. Because setz dich mal hier schön, mal hier rüber. Gegen das Licht. Digga, es ist so heftig, Mann. Es ist so, so heftig, Junge. Bro, diese Oberschenkel, Alter, die ist so geisteskrank. Bro, einmal im Leben so aussehen, so krass, Alter, ehrlich. Ich zieh da so heftig meinen Hut vor, weil ihr müsst doch mal überlegen, ne? Ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, ihr werdet jetzt vielleicht mich belächeln, okay? Aber ich gebe jetzt einen Inscope Form, okay? So, das war das Beste, was ich bisher in meinem Leben, warte, wo sieht man's?
Das war das Beste, was ich bisher in meinem Leben rausholen konnte, okay? Das war das Maximum für mich bisher, okay? Und jetzt guckt euch mal diese Lappenhaftigkeit an, ja? Im Gegensatz zu dieser Maschine, Digga. Zu dieser Maschine, Digga. Du hast aber auch keine Steroide genommen, lol. Ja, natürlich, klar, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber trotzdem, wenn man sich das mal so nebeneinander führt, was nochmal für eine andere Dimension das ist. Das ist kein anderes Level, das ist eine andere Dimension. Digga, die Beine, Junge, das ist wirklich, wie die Quads sich hier nochmal so aufspalten, so die Wains und ganz abgesehen von diesen Waden, Digga, diese Rinderfilets, die er sich da unten nochmal ans Bein dran gehängt hat, Alter. Es ist so heftig, Digga. Ehrlich, geisteskranke Form. Vorsicht. Digga, wie so ein Kugelfisch plustert deine Latt auf, Alter. Quarter Turn. Quarter Turn. Face Front. Echt heftig. Aber was ich hier immer wieder erschreckend finde, das sage ich euch ganz ehrlich, es ist nur meine Wahrnehmung, ne? Ich glaube, Urs ist auch echt ein Stück größer und so und hat längere Arme. Aber wenn ich mir den inneren Bizeps angucke, ne? Und wenn ich mir damals angucke, wie Tim sein innerer Bizeps ausgesehen hat, muss ich echt sagen, Digga, Tim hatte halt auch wirklich immer eine geisteskranke Form. Ne? Also wirklich geisteskrank. Set chest. Back double. Okay, als würde das gleich reißen, sieht es aus. Boah. Absent type. Boah, Digga, Bauchmuskel anspannt immer so schwierig. Heftig, Digga. Dieses Grinsen, was man da immer aufsetzen muss. Perfect. Go there and take a look when he's doing. You have to see that one. Do it for them. Because they've never seen it. Additional work. Beine. Ich finde wirklich, die Beine sind immer das Heftigste. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich gucke mir meinen Oberschenkel an und sehe da so eine dicke Röhre, okay? Und dann gucke ich mir so den Oberschenkel von ihm an und Digga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spaltungen sehe ich da. Digga, das ist ja wirklich... Ich pack das nicht, Alter. Wie kann man so heftige Legs haben, Alter? Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich das sehe, muss ich schon ehrlich sagen, ich bekomme da schon echt auch wieder richtig Bock. Klar, natürlich, ich werde niemals so aussehen, ne? Keine Frage, aber ich bekomme einfach mal wieder richtig Bock, einfach mal wieder so richtig in Form zu kommen, Alter. Einfach mal wieder richtig so durchzuzünden und die Form durchzuhauen. Weil es ist einfach geil, wirklich so, auch dieses Gefühl für einen selber, wenn man so trainiert. Und klar, auch wenn man jetzt nicht so aussieht, ne, aber allein wenn man so sieht, ey, man sieht wirklich wesentlich besser aus und man holt so die Definition wieder raus, der Muskel kommt, ist einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Aber
Aber ist doch nur Optik. Im Endeffekt ist es klar Optik, aber der Weg und das, die Nebenwirkungen, die du sozusagen von der Optik bekommst, der regelmäßige Sport, die gesunde Ernährung, die Disziplin und so weiter, haben ultra krasse, geile Nebeneffekte auch auf den Rest von deinem Leben. Also das wird ganz klar, ganz krass unterschätzt. Der Lifestyle, den du damit gehst, wenn du sagst, du entscheidest dich dafür, einfach sportlich auszusehen, dich gesund zu ernähren und das Ding durchzuziehen, wird die alle anderen Bereiche von deinem Leben krass positiv beeinflussen. Thank you. Ready for the finals. We're done here. New tan. I say that all the time. Yeah. New makeup. Ich sag euch eine Sache ganz ehrlich, die ich bisher so am allerkrassesten von Fitness gelernt habe, ist durchzuziehen. Ich hab immer gemerkt, egal welcher Bereich man was tut, egal ob geschäftlich oder was auch immer, du wirst einfach nur besser werden, indem du einfach regelmäßig das machst. Einfach regelmäßig machen, gucken, lernen, besser werden, wieder machen. Du wirst automatisch besser darin werden. Matheson, der alte Driver, Alter. Einmal ein Club. Noch? Krass, Digga, wie viel Ruhe da einfach ist. Oh mein Gott, Digga, es muss ihm ja so unglaublich gut gefallen, Alter, das zu essen. Wow! Ich bin noch nicht fertig, Markus. Okay, dann. Junge. Mach mal die Kamera, das ist hier nicht jugendfrei. Wirf, kannst du bitte meine Schuhe? Schau! Alter, das gibt gleich einen ganz anderen Vibe. Und ich hab das hier an. Nein, das ist nicht zu eng. Gibt's da nicht ein Märchen irgendwie, der... Aber engst du es? Schön und das Biest? Ja, die Prinzessin und der Bettelknabe, nennen wir es mal so. Was ist mit der Frau passiert? Hat die einmal einen Lidstrich gezogen, hohe Schuhe an. So, Drip-Check. Ich bin die einzige... Oh mein Gott, Markus. Du bist auf jeden Fall ein Drip-Check. Was ist der Drip-Check? Ja, du bist doch der Modemann, Stefan. Ja, aber da gucken sie nicht die Straßenumfragen an. Stefan, Bruder, was ist der Drip heute? Gucci Sweater für 6.000. Louis Vuitton Hose. 20.000. They just a mom. Und dann aber die Uhr mal zum Schluss. Ja, ja. Den Preis hochzuzahlen. Accessoire dann so, ja. Aber dann, wie alt bist du? 13 und ich bin Realschüler. Papa finanziert. Daddy. Also wir machen bei mir kurz einen kleinen Drip-Check. The first Miracle Wear Shirt. All white. Special Limited Edition. Mit 2 coats of Spray Tan. Das ist ein Limited Piece, das gibt's nur beim 23er Olympia. Dazu haben wir den. Aber Moment, wo sind wir da preislich? Bruder, was soll ich sagen? Ich hab's im Retail gekauft. Waren so zwischen 5 und 6. Aber ich habe einfach gekauft, weil ich's krass fand. Okay. Haben hier ein Jordan Piece am Start. Drunter keine Unterhose, das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen hochwertiger. Waren so ungefähr 10 oder so, aber auch nicht der Rede wert. Highlight-Technik. Also was ich krass finde, Urs kommt hier ja gerade in seinen Laberflash. Ich weiß nicht, wie das bei ihm ist. Ich habe es so in den letzten Videos auch nicht so krass wahrgenommen oder vielleicht habe ich es auch nicht gesehen. Aber nach so einer Diät dann die ersten Kohlenhydrate wieder essen zu können und so sich mal richtig was reinziehen zu können, ist so eine krasse Befreiung, Alter. Also es ist wirklich heftig, Alter. Muss ich echt sagen. So nach so einer extrem harten Diät, die er hier mit Sicherheit gemacht hat, ist es wirklich, wirklich heftig mal, sich wieder so richtig geil Kohlenhydrate. Er hat sich hier, glaube ich, Reis mit Honig gerade reingezogen. Das muss ja so unfassbar geil sein. So, warte mal, wir gehen jetzt mal kurz zu den Posings. Your Top 10 Finals. Confirmation round of score, folks. One last chance for our judges to get a look at our competitors. 13, 26, and 35. Muss ich auch mal überlegen.
Da sind ja unglaublich viele Bodybuilder auf der Bühne und jeder von denen hat eine geisteskranke Form und jeder von denen hat einfach geisteskrank durchgezogen. Das musst du sich auch mal überlegen, weil es sieht halt immer so aus, so eine Bühne voller Typen, die übelst krass breit sind und so, aber jeder von den Motherfuckern hat einfach extrem viele Jahre Training hinter sich, hat extrem heftige Diäten und richtig, richtig regelmäßige krasse Trainings hinter sich. Also es ist wirklich eine heftige Leistung. Jetzt muss man echt mal gucken. Ey, Digga, ich schwöre, Sebam und Ramon ist wirklich halt auch geisteskrank, wie die aussehen, ne? Ich muss tatsächlich sagen, armtechnisch würde ich sogar fast sagen, Sebam und Ramon sind da schon Urs noch mal ein Stück voraus. Aber sie sind wirklich alle drei richtig heftig unterwegs. Wer ist eigentlich der ganz Rechte? Den kenne ich gar nicht. Der steht da so, macht so seine Pose und sieht so aus, als würde er gerade so mies chillen, Digga. Ja, Urs ist auch noch jünger. Wie alt sind denn Sebam und Ramon? Urs 4 Jahre jünger. Ja, okay, Digga, das ist krass. Das ist krass. Junge, Junge, Junge. Physique division. Please welcome your next competitor from Germany, the Miracle Bear, Urs Kalasinski. Hey, where's the sound, guys? Ah, wurde gedings geclaimed wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Copyright-Lied verwendet. Digga, einfach wirklich heftig. Man muss echt sagen, Digga, Urs, einfach geisteskrank. Ich meine, guck dich den Jungen an. Wie alt ist er jetzt? 24? 25? Geisteskrank, wirklich. Ich muss unbedingt echt mal ein Training mit Urs machen, Alter. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Damit der Junge auch endlich mal gescheit Beine trainiert hier. Muss ich auch mal ein bisschen zeigen, was abgeht. Ja. I want to get away. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.